Aaron Gordon spielte 6 relativ ereignislose Jahre bei den Orlando Magic zum Start seiner NBA-Karriere. Er war ein ordentlicher Spieler, absolvierte 400 Games für die Magic und legte dort im Schnitt 13 Punkte und 6 Rebounds pro Spiel auf, bei überschaubarer Effizienz. In diesen 6 Jahren erreichte man einmal die Playoffs mit ihm, dieses Abenteuer endete allerdings schnell in der ersten Runde 2019 gegen den späteren Champion aus Toronto in 5 Games. Wir fassen zusammen, ein guter Rollenspieler bei einem miesen Team, nicht besonders effizient, kein On-Ball-Creator, kein guter Shooter und durchschnittlich in der Verteidigung. Gordon war am bekanntesten dafür, dass er einer der besten Dunker in der gesamten NBA war. Sein legendäres Duell im Dunk-Contest 2016 gegen Zach LaVine ist und bleibt der beste Dunk-Contest, den ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe, und das mit riesigem Abstand. Seine Athletik und Physis waren ein ganz großer Vorteil, er machte viele seiner Punkte immer wieder, wenn das Spiel schnell war, im Open Court oder der Early Offensive, als Cutter oder teilweise auch als Abroller, wenn er am Dunkerspot unterwegs war. In der Saison 2020-21 wurde er allerdings von den Orlando Magic zu den Denver Nuggets getradet, er absolvierte die letzten 25 Spiele der Saison für sein neues Team und ich mochte den Fit damals sofort, hatte ein paar Wochen nach dem Trade damals euch schon eine erste Analyse dazu gemacht. 2 Jahre später stehen die Denver Nuggets hier und heute in den NBA Finals und wer hätte es gedacht, Aaron Gordon ist einer der wichtigsten und besten Spieler ihres Teams, einer der Leistungsträger und Gründe für den Erfolg des Teams der Mannschaft aus der Mile High City. Gordon spielt schon die gesamte Regular Season über den besten Basketball seiner Karriere, den wir insgesamt je von ihm gesehen haben, zuerst in der Regular Season, wo er 16 Punkte und 7 Rebounds pro Spiel auflegte, bei einem überragenden und karrierehöchsten 124 Offensivrating, 62% durch Shooting und 35% von Downtown, alles die besten Werte seiner Karriere. Und diesen Leistungssprung bestätigt der 27-Jährige auch in den aktuell laufenden Playoffs, in denen er durchschnittlich 13 Punkte pro Spiel beim erneut krassen 124er O-Rating auflegt. Ich habe über die Jahre immer mal wieder über sogenannte Stars in ihrer Rolle geredet, Rollenspieler, die aber so wichtig sind und das, was sie machen, nahezu perfekt machen, und Aaron Gordon ist ein fantastisches Beispiel dafür. Er ist ein Edelrollenspieler, kein Star, aber ein Star in seiner Rolle, und was genau ich damit meine, beziehungsweise was genau ihn so stark macht und wie er Denver so krass hilft, schauen wir uns in den nächsten Minuten mal ein bisschen genauer an. Gefallen euch meine Videos, dann lasst ihr gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. An der Stelle kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache, es wird während dieser Finals nach jedem einzelnen Spiel eine neue Folge unseres Double Step Back Podcast geben. Nach den Spielen 1 und 2 kamen bereits ganze Episoden, wo wir das erste und zweite Spiel dieser Serie runtergebrochen haben, und das wird auch nach den kommenden Games genauso sein. Hören könnt ihr das Ding überall, wo es Podcasts zu hören gibt, checkt das Projekt gerne mal aus, lasst eine Bewertung da, Feedback, Lorenzo und ich sind dafür alles mega dankbar. So Freunde, dann wollen wir mal, und warum starten wir heute nicht mal mit der defensiven Seite des Parketts? Wenn wir an die besten Flügelverteidiger der NBA denken, dann fällt uns sofort Jrue Holiday ein, Alex Caruso, Mikal Bridges, OG Anunoby, und all diese Spieler sind schließlich auch besser als Aaron Gordon, aber so weit weg von ihnen ist der 27-Jährige jetzt auch nicht mehr. Er bringt eine ziemlich optimale körperliche Voraussetzung mit, 6'9", groß, schwer, lange Arme, breite Schultern und diese wahnwitzige Athletik, die wir wieder bei seinen Dunks beobachten können und konnten, hilft ihm natürlich auch am defensiven Ende sehr weiter. Er hat einen schnellen ersten Schritt, ist explosiv, schnell, mobil und wendig für seine Größe und sein Gewicht, und sein defensiver Motor ist absolut fantastisch. Sein Job ist es, den besten Wing des Gegners zu verteidigen, in Runde 1 Anthony Edwards, in der Serie danach Kevin Durant, in den Western Conference Finals LeBron James und aktuell in den NBA Finals ist er der primäre Defender von niemandem geringeres als Jimmy Buckets. Gegen jeden dieser Ausnahmespieler macht er einen fantastischen Job, weil er zum Beispiel die Physis gegen LeBron mitbringt, die Länge gegen KD und die Athletik gegen Edwards. Der Vorteil bei Gordon ist seine Vielseitigkeit, dass er alle Spielertypen verteidigen kann, weil er keine Schwächen hat. Sicherlich hat er nicht die Hände von Alex Caruso, die Screen-Navigation eines Holidays, die Fußarbeit eines Anunobis und die Technik eines Bridges, aber er hat eben auch keine Schwächen und genau das zeichnet ihn aus. Er ist einer der Hauptgründe dafür, warum die Nuggets eine starke Defense in diesen Playoffs haben bisher und warum ihre Probleme an diesem Ende nicht so sehr ins Gewicht fallen und besser versteckt werden können als noch in den letzten Jahren. Wenn dein defensiver Anker, sprich Big Man, nicht der beste ist und du anfällig bist, was Rim Protection angeht, dann brauchst du entsprechende elitäre Perimeter Defender, und die hat Denver in dieser Saison mit KCP, Brown und eben Gordon, und letzterer hat den schwierigsten Job von ihnen allen, weil er die besten Spieler verteidigt. Schaut euch mal diese wunderbare, technisch ausgezeichnete und vor allem extrem disziplinierte Defense gegen Devin Booker an, am Ende blockt er dann sogar den Versuch. Oder auch in dieser spielentscheidenden Szene gegen LeBron aus der Serie danach, diszipliniert, ohne zu faulen, tadellos, und wirklich besser kannst du das dann eben auch nicht contesten.
Jimmy Butler war eiskalt in Spiel 1 der Serie und seine No-Show war einer der Hauptgründe für den ungefährdeten Nuggets-Sieg und das hat auch wieder damit zu tun, dass er gegen Aaron Gordon nicht wirklich viel Land gesehen hat. Aber wenn wir doch gerade mal bei diesem ersten Spiel der Finals sind, reden wir doch mal ein bisschen über die andere Seite des Parketts. Gordon kam auf 16 Punkte und traf 7 seiner 10 Versuche aus dem Feld, alle davon innerhalb der Dreierlinie. Bei einem Sport wie Basketball ist es ein massiver Vorteil, wenn du größer, schneller und stärker als dein Gegenspieler bist und Aaron Gordon war größer, schneller und stärker als jeder von den Miami-Spielern, die Spo gegen ihn gestellt hat. Er spielte waschechten Bullyball, schaut wie die Nuggets Miamis Fronting Defense, also dass Bam sich vor Jokic postiert, um den Pass zu finden, eiskalt bestrafen, indem das zu einer Art Pick and Roll wird, Gordon hatte Kit den Korb und Jimmy Butler hatte einfach nicht besonders viel entgegenzusetzen. Oder in dieser Szene, er kämpft abseits Ballers in Position gegen Gabe Vincent, man muss kein Hellseher sein, um zu erahnen, wie das ausgeht mit einem komplett einfachen Versuch nahe Korbnähe. Hier in der Transition aus dem Lehrbuch, Gordon kämpft um eine gute tiefe Position gegen Max Strus, auch ein Mismatch für ihn und spielen leicht macht er dann die beiden einfachen Punkte direkt am Korb. Nach gerade einmal 4 gespielten Minuten hatte Gordon bereits 4 Buckets wieder, das ist wie ein Mann, der gegen kleine Kinder spielt, es geht so einfach mit dem Rücken zum Korb, er geht zur Arbeit, tiefer Körperschwerpunkt, er weiß, wo er den Kontakt suchen muss, es ist ein cleanes 1 gegen 1, weil Miami natürlich auch nicht doppeln wird, easy money und geschenkte Punkte für Denver. Gabe Vincent konnte einem da schon echt leid tun und das muss ich mir überlegen, du hast Jamal Murray in der Form seines Lebens im Team, du hast den zweimaligen MVP und besten Offensivspieler der Welt in deinem Team und du hast mit Michael Porter Jr. einen Rising Star im Team und die Offensive läuft über Aaron freaking Gordon. Wenn es bei Gordon offensiv funktioniert, dann sind die Denver Nuggets quasi unschlagbar, weil du den eigentlichen Stars im Team so viel Aufmerksamkeit geben musst, wodurch sich immer wieder Räume für den 27-Jährigen öffnen. Nehmen wir doch mal nur die Lakers-Serie beispielsweise, wo LA nach der ersten Hälfte von Spiel 1 ihre Taktik gegen Jokic geändert hatte und Aaron Gordons Wing-Defender an den Joker ranstellten, dafür Anthony Davis an Gordon, damit dieser mal wieder roam kann, also weghelfen von Gordon. In der Theorie keine schlechte Idee, man hilft lieber von Gordon weg als von Scharfschützen wie Murray oder Michael Porter Jr., aber die Taktik klappte aus 2 Gründen nicht. Der erste ist natürlich die Qualität von Jokic, aber das ist nicht die komplette Wahrheit, denn der andere Grund, warum Denver dagegen so erfolgreich war, war, weil Aaron Gordon die Lakers mal wieder dafür hat bezahlen lassen, dass sie ihm so viel Platz gegeben hatten. Er ist einfach als Cutter und Off-Ball-Mover gerade in Richtung Korb zu gut. Hier, Davis gibt ihm nur seine halbe Aufmerksamkeit, die Connection zwischen Jokic und Gordon ist da, er geht zum Korb und dank seiner Größe und Athletik kann er so gut wie jedes Lob-Anspiel mühelos fangen und verwerten. Oder auch hier, Davis hilft weit von ihm weg, Denver antwortet mit der Draymond Green Methode, man kennt Gordons Schwächen und zwar Shooting, also läuft man nach dem Kickout Pass direkt ein Handoff, die Lakers machen das gut, wieder wird Gordon frei, er nimmt den Dreier und verwandelt das Ding. Er bewegt sich einfach so klug abseits des Balles und hilft den Nuggets enorm dabei, immer wieder Kapital aus diesen Überzahlsituationen zu schlagen. Aaron Gordon hat sich insgesamt zu einem ziemlich tollen und vielseitigen offensiven Spieler entwickelt. Denver benutzt ihn immer wieder auch als Passspieler in Horns oder Elbow Sets, sein Passing überrascht mich, um ehrlich zu sein, ziemlich in den letzten Wochen, so bringt man immer wieder Abwechslung rein und muss die Offensive nicht zwangsweise über den Joker oder Murray laufen, sondern kann den Gegner auch mal auf eine andere Art und Weise kalt erwischen. Er ist ein wirklich toller Finisher am Korb, macht Spaß in der Transition, hat eine tolle Chemie mit seinen Teamkollegen und gibt immer alles auf dem Parkett. Aaron Gordon ist ein Star in seiner Rolle, einer der besten Wing-Defender der Welt und er ist ein integraler Bestandteil der dominantesten Offensive der NBA, ich meine, was soll man mehr von einem Rollenspieler in der NBA? Solche Spieler brauchen Contender, es geht nicht immer nur um die Stars und großen Namen. Schreibt mir jemand in die Kommentare, was ihr von Aaron Gordon und seiner Entwicklung haltet, danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.